Ja, hallo, guten Morgen, liebe Radfreunde. Ich begrüße euch recht herzlich hier in Worms. Hier will ich meine erste Radtour in diesem Jahr starten. Und zwar habe ich mal vor, den R9-Radweg zu fahren. Der startet hier in Worms, geht dann durch das Hessische Ried, quer durch den Odenwald und endet dann bei Obernburg am Main. Was ich noch dazu sagen wollte, der R9-Radweg, da habe ich bei uns in Bürstadt schon oft das Schild gesehen, habe aber immer gedacht, das wäre so ein Rundweg, bis ich jetzt irgendwann mal Besseres belehrt worden bin. Okay, jetzt werden wir hier gleich über die Rheinbrücke, die ist auf dieser Seite, starten. Da geht es drüber Richtung Bürstadt erstmal. Wir werden mal sehen, was das Wetter macht. Wir haben ca. 5-6 Grad heute Morgen. Okay, dann werde ich mal starten. So, genau, eigentlich hier an dem Schild links ist der offizielle Startpunkt. So, jetzt geht es gleich über die Rheinbrücke. Vor mir seht ihr den Brückenturm. Für alle, die wo es nicht wissen, sage ich mal kurz, das waren früher zwei Türme und einer ist im Zweiten Weltkrieg gesprengt worden. Da haben sie die ganze Brücke gesprengt und der eine auf der hessischen Seite ist leider kaputt gegangen. Müssen wir hier durch, oder? Jetzt geht's über den Rhein. Erster Ort kommt jetzt hier. Worms, Klampertal im Rosengarten. Ja, hier geht es jetzt noch ein Stück die B47 lang. Hier ist ein bisschen laut durch die Autos. Aber da vorne geht es dann gleich ins Feld. Übrigens sind wir jetzt mittlerweile in Hessen, ja. Von Rheinland-Pfalz in Hessen. Und wir machen übrigens 3 Bundesländer heute. Wir kommen dann später nach Obernburg, am Main, nach Bayern. Okay, weiter geht's. So, jetzt ist es ein bisschen ruhiger, jetzt sind wir endlich im Feld hier. Als nächstes kommen wir jetzt gleich nach Bürstadt. So, Bürstadt ist erreicht. Heimat sei gegrüßt, ja. Da habe ich sogar nochmal daheim vorbeifahren. Ja, Eisenbahnstraße, aber für Radfahrer frei hier. Was es vielleicht noch zu dem R9-Radweg gibt, es ist der kürzeste Hessenradfernweg. Da sind welche dabei, sind bei weitem länger bis über 400 Kilometer. Das kann man dann auch mal fahren mit ein paar Übernachtungen oder so. Aber das hier, der R9, ist eine schöne Tagestour. Erstmal durch die Industriegebiete in der Stadt. Der Ort ist nicht Rode. Sind wir jetzt dann schnell. So, jetzt bin ich in Richrode. Jetzt geht es immer weiter Richtung Osten. Na gut, die ersten 12, 13 Kilometer sind geschafft. Ja, Bahnhof von Rode. befinden uns jetzt am Anfang von Lorsch. Jetzt geht es gleich quer durch Lorsch durch. Bahnübergang. Ah, vom Radsteige geht man besser. Sind wir wieder aus Lorsch draußen. Jetzt geht es Richtung Bensheim, Heppenheim, dann in Odenwald. Kann man vielleicht schon vor mir sehen in Odenwald. Rand von Bensheim. Fahren wir jetzt auch außerhalb vorbei an Bensheim. Dann geht es Richtung Heppenheim. BVB-Haus, Bürstadt, da einer, alles schwarz-gelb. Okay. Ja, vor mir sieht man genau die Stangenburg von Heppenheim. Und bei Heppenheim geht es jetzt gleich in den Odenwald rein. Hier an der Bergstraße entlang, B3 hoch. Fahren wir nicht, dann fahren wir auf die Straße weiter. Ich habe gerade gelesen, hier reichen 25 Kilometer. Da müssen wir auch noch hin. Jetzt muss ich hier ein kurzes Stück hier auf der B3 fahren. Gehe jetzt aber gleich links hoch. Jetzt haben wir hier die Kreisstadt Heppenheim erreicht. Kreisbergstraße, jawohl. Bin schon von der Hauptverkehrsstraße weg. Jetzt geht's in den Odenwald rein. Jetzt erstmal hier hoch Richtung Oberhambach. Ja, hier aber wirklich lauter Fußballfans in der Gegend. Da vorne war das Dortmundhaus. Und hier kommt ein Haus mit der Bayern-Fahne. Ja. Muss man mal ein bisschen drauf gucken, dass sie schöner da hängt. Freunde, ich bin immer noch auf der Hambacher Talstraße. Jetzt sieht sie schön. Geht noch ein Stückchen. Aber man braucht ja auch ein bisschen Anstrengung. Jawohl. Oberhambach, noch 2 Kilometer. Hier geht es auf jeden Fall noch bergauf. Oberhambach habe ich auch gepackt. Hier geht der R9 weiter. Zu der Odenwaldschule. Ja, und hier geht es nochmal gut bergauf.